herzlich willkommen heute zu Furchtlöscher. Heute wollen wir uns das Wunder des Opfers Jesu am Kreuz von Golgatha anschauen. Der Leib Christi wurde gebrochen. Das Blut Jesu wurde vergossen. Die Schulden für unsere Sünden wurden bezahlt. Ich erzählte meinen Rangern die Geschichte eines russischen Zaren und seines Knechtes, die mit einem Hundeschlitten unterwegs waren in Sibirien. Sie wurden von einem Rudel Wölfe verfolgt. Wölfe sind nicht Hunde im eigentlichen Sinne, sondern sind echte Jäger, die ihre Opfer bis zur Erschöpfung hetzen und dann töten. Dieses Rudel Wölfe jagte ihnen nach, ein Killerkommando. Und sie wussten, es gibt keine Chance. Die konnte man nicht abschütteln. Sie waren auf dem Weg und sie kamen immer näher. Keine Hilfe in Sicht. Als es klar war, es kann sich nur noch um Minuten handeln, sprang der Diener vom Schlitten, wurde ein Opfer der Wölfe. Der Zar konnte sich retten. An diesem Punkt der Geschichte unterbrach mich einer der Jungs und sagte, ja Matthias, das ist ja klar, das ist so eine typische Jesus-Geschichte. Er opfert sich für uns. Ein anderer Junge unterbrach ihn und sagte, nee. Das ist auf gar keinen Fall eine Jesusgeschichte. Wenn es wirklich eine Jesusgeschichte wäre, dann wäre der Zar vom Schlitten gesprungen, um seinen Knecht zu retten. Und ich dachte, du hast es verstanden. Ganz ehrlich, kennst du einen Politiker, der für dich vom Schlitten springen würde, um sein Leben zu opfern? Kennst du einen Star, der das tun würde? Dieter Bohlen springt vom Schlitten, damit du gerettet wirst? Nein, das gibt es in unserer Welt nicht. Aber der König aller Könige, der Herr aller Herren, der Schöpfer des Universums, er springt für dich vom Schlitten. Er geht ans Kreuz, er stirbt für dich, damit du gerettet wirst. Was für eine unglaubliche Wahrheit. Hier liegt das Wunder des Kreuzes. Gott, der Schöpfer, opfert sich für seine Geschöpfe. Jesus kam mit dem Ziel, um sich für uns hinzugeben. Er wird geboren mit der klaren Absicht, sein Leben zu opfern, damit wir gerettet und ewiges Leben bekommen. In Markus 10, Vers 45 sagt Jesus, denn der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Der Historiker Octavius Winslow im 18. Jahrhundert schreibt, wer übergab Jesus dem Tod? Was für eine großartige Frage. Seine Antwort lautet, nicht die Juden aus Geldgier, nicht die Juden aus Eifersucht, nicht Pilatus aus Furcht, sondern Gott, der Vater, gab Jesus aus Liebe zu uns ans Kreuz. Wow, nimm diesen Gedanken ganz tief in dein Herz rein. Das Kreuz zeigt diese unendliche Liebe Gottes, offenbart uns die Erlösung, die Rettung, die Möglichkeit, nach Hause zu kommen. Im Johannes 10 sagt Jesus, ich bin der gute Hirte und der gute Hirte opfert sein Leben für die Schafe. Was für ein Bild. In Lukas 22 heißt es, dann nahm Jesus das Brot, dankte, brach's, gab's ihnen und sagte, das ist mein Leib, der wird gebrochen für euch. Jesus opfert seinen Körper. Jesaja 53 sagt es, in seinen Wunden ist unsere Heilung bezahlt worden. Jesus stirbt nicht für die Gerechten und die Heiligen, sondern die Bedingung, die du erfüllen musst, ist, sei ein Sünder und du sollst die Gnade Gottes erleben. Römer 5, Vers 8 sagt, darum erweist Gott seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Ist das nicht eine großartige Nachricht? Was für ein unglaubliches Wunder. Im 1. Johannesbrief, im 1. Kapitel, Vers 7 heißt es, und das Blut seines Sohnes Jesus Christus, das er für uns vergossen hat, befreit uns
von all unserer Schuld. Was für eine Gnade. Die Schuld wird komplett getilgt. Keine dunkle Vergangenheit mehr. Was für eine fröhliche Perspektive für die Gegenwart. In Epheser 5, Vers 2 heißt es, Christus hat uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben als Opfergabe. Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Jesus bringt das Opfer, das du und ich nicht bringen können. Und wir werden vor Gott gerechtfertigt. Was für eine Gnade. Im Alten Testament gibt es ein wunderschönes Bild. Israel ist dem Pharao, der Sklaverei entronnen. Sie sind in der Wüste. Durst plagt sie. Sie kommen an eine Stelle mit Wasser, aber sie merken, das Wasser ist bitter. Sie nennen dieses Wasser Mara, das Bittere. Und Gott hat die Lösung. Er sagt zu Mose, nimm ein Holz und dann stell es mitten rein in das Bittere. Und siehe da, das Wasser wird genießbar und lebendig. Ihr Lieben, das ist ein Bild für das Kreuz, ein Symbol. Wenn das Kreuz in die Bitterkeit unseres sündigen Lebens kommt, verwandelt es sich in die Süße der Gnade Gottes. Sünder werden heiliger. Das ist das Geschenk, das Wunder des Kreuzes. Das größte Wunder ist, dass der Heiland aus Gnade mich liebt, haben unsere Alten in einer Hymne gesungen. Und das glaube ich völlig unfassbar. Matthias Brandner wird von Gott geliebt. Setz deinen Namen ein. Das ist das Unglaubliche. Jesus bezahlte. Er ging willig ans Kreuz, damit du nach Hause kommen kannst. Deshalb ist Johannes 3, Vers 16 so ein Triumphschrei, wo es heißt, denn so sehr hat Gott uns Menschen geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für uns hergab, sodass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und Paulus, er hat das verstanden und er ruft aus in Römer 8, wer ist es, der uns verdammen könnte? Christus Jesus steht für uns ein, der gestorben ist, ja noch mehr, der auferweckt wurde und zur Rechten des Vaters sitzt, der sich für uns verwendet, für dich und für mich. Ihr Lieben, lass uns dieses Wunder am Kreuz jubelnd feiern. Es gibt keine Verdammnis mehr für uns, die wir in Christus sind. Sag mal Halleluja. Der Herr segne dich. Vielen Dank, dass Sie unseren Furchtlöscher-Kanal besuchen. Es ist unser Ziel, Ermutigung und Freude am Glauben weiterzugeben. Mit einer monatlichen Spende von 10 Euro helfen Sie uns, diese wertvolle Arbeit weiterzumachen. Gemeinsam für Gottes Reich. Gott segne Sie.